Ja, heute machen wir einen kleinen Roadtrip. Dazu lädt man typischerweise das Auto tatsächlich mal auf 100% auf. Der 75D zeigt dann 385 Kilometer an. Ihr seht, 100% geladen. So, wo wollen wir denn hinfahren? Hat man doch hier schon mal eingegeben. Wir wollten ja nach Konstanz fahren. Aktuelle Situation, Verkehrsführung. 203 Kilometer, 2,5 Stunden. Wir kommen in Konstanz mit 34 an, können aber nicht zurückfahren. 34% hier unten, wir sind hier. Und genau auf halber Strecke ist der Supercharger hier Sulzföhringen. Einer ist da gerade. Und deshalb ist auch der Gedanke, dass wir da kurz zwischenladen und dann nochmal weiterfahren. Also man muss bei sowas immer berücksichtigen, dass man eventuell ja auch wieder zurückfahren muss. Tesla macht jetzt da bloß die Koordination bis da unten. Würden wir auch gut hinkommen. Wird dann aber ein bisschen knapp, dann wieder bis da zurückzufahren. Deshalb machen wir kurz einen Zwischenstopp da und laden dann nochmal voll. Ihr seht auch hier, da komme ich schon in den orangenen Bereich, wird schon ein bisschen gefährlich. Oder ich mache jetzt mal eine Planung mit komplett der Route hin und zurück. So ein bisschen besser geht das in diesem Planer hier, dem A Better Route Planner. Da kann ich nämlich Hin- und Rückroute eingeben und kann hier noch ein paar Settings auch hinterlegen. Auto, wie viel ich geladen habe, Maximalgeschwindigkeit und sowas. Und mit den Werten kann ich jetzt auch mal hier eine Route planen. Und dann sieht das nämlich ganz anders aus. Dann muss ich nämlich einen Zwischenstopp einlegen. Hier seht ihr es. Und wir haben jetzt so halbwegs so die Zeiten. Also 95% fahren wir in Weilheim los. Sind in Sulzföhringen mit 53, müssen da bis 97 aufladen. 36 Minuten, würde sagen, es dauert etwas länger. Und dann fahren wir nach Konstanz und kommen dort mit 58 an. Und Rückreise dann bis Sulzföhringen wieder mit 13. Und dann kann ich hier ankommen, komme ich mit 10 an. Also da muss ich bloß kurz laden, dann kann ich ein bisschen länger laden. Dann komme ich hier nicht nur mit 10% an, sondern ein bisschen mehr. Und 2,5 Stunden eine Route, okay. 2 Stunden sonst normalerweise, um die 200 Kilometer, halbwegs erträglich. Ich glaube, so werden wir das machen. Ansonsten seht ihr die Verkehrssituation hier um Esslingen rum, ist schon etwas rot. Und auch hier hinten, Stuttgart rum, könnte auch schon Stau geben. Da ist übrigens unser Supercharger Leonberg. Wie ist denn der gerade frequentiert? Oh, der ist gerade ganz gut besucht heute Morgen schon. Ist ja cool. Alles klar, dann laden wir jetzt aber erst einmal ein. Und da kann man dann sehen, Model S ist schon ein bisschen besser zu laden als ein Model X. Vor allem, wenn man nämlich die Sitze umklappen kann. Bei unserem Model X Pegasus kann man das ja leider nicht. Oh, da muss noch mehr gehen. Sieht das schon viel, viel besser aus. Leider keine ebene Ladefläche, aber das gleichen wir ein bisschen aus. Bei dem Dual-Motor ist vorne natürlich nicht so viel Platz. Da lasse ich mal nur die Kabellage drin. So, jetzt ist hier aber richtig Platz. Man hat auch hier noch Platz und hier und vor allem hier unten haben wir schon was reingemacht. Da hat man auch noch richtig gut Platz. Bloß einen blöden Absatz hier. Ja, geht doch einiges rein und ist immer noch Platz. Schweren Sachen nach vorne. Und hier unten hat man auch viel Platz, um was reinzuladen. Wunderbar. Sieht aus wie ein Umzug, oder? Am Schluss fehlen immer noch ein paar Dinge, die man da hinten reinstopfen kann. Sehr gut. Saubere Gepäckraumabdeckung. Hier muss man etwas gucken, dass es noch zugeht. So, alles drin. Hallo, wen haben wir heute dabei? Wer fährt heute weg? Maren. Maren fährt wohin? Nach Konstanz. Nach Konstanz. Haben wir schon ausprobiert? Geht nicht. Doch, geht, aber ich komme nicht mehr zurück. Also müssen wir kurz zwischenladen. Da hinten ist das ganze Gepäck. Aber wir fahren jetzt erstmal nur bis zu dem Supercharger und laden da noch ein paar Minuten auf und dann können wir weiterfahren. Da vorne ist ein Stau, oder? Das wissen wir noch nicht. Schöner Stau wieder hier bei uns, aber es geht eigentlich so.
Bis dahin eine Stunde 17 ist ganz gut. Normalerweise braucht man eine Stunde. Naja. Und ab. Assistenzsystem ist ausgefallen, musst du hier mal gucken. Da, Assistenzsystemfunktion nicht verfügbar. Und jetzt müssen wir selber fahren und dann kann man tatsächlich mit dem Tesla auch mal eine Rettungsgasse bilden. Die vor mir tun das leider nicht. Leichter Stau hier noch, kurz vor unserem Supercharger bei Sulz, Föhringen. In ein paar Minuten sind wir dort. Keine Ahnung, wir haben schon die sämtliche Computer gebootet. Aber es hat nichts gebracht, weiterhin diese Fehlermeldung. Hier im Fahrzeug sieht man nichts. Einstellungen, scheint noch alles okay zu sein. Fahrassistenz, alles noch an. Aber es tut nicht mehr. Weder Tempomat noch Autopilot, gar nichts geht mehr. Einfach reinstecken. Jetzt schauen wir mal, ob der hier funktioniert. Irgendwie haben wir ein Problem heute. Ah, der funktioniert. Das heißt, die Ladestation daneben uns hat irgendein Problem. Oder die beiden sogar. Ja, wahrscheinlich wegen dem Schnee da, den sie nicht ordentlich weggeräumt haben. Okay, das funktioniert jetzt hier. Maren lädt Elektroauto auf. Sehr gut, wunderbar. Also, jetzt fährt er hier die Leistung mal hoch und dann schauen wir mal, wie lange es dauert. Noch dauert es 40 Minuten, das ist zu viel. Wir haben hier das Limit auf 90%, okay. Aber hier haben wir diese ominöse Fehlermeldung vom Fahrassistenzsystem. Displayrechner habe ich schon gebootet, müssten nochmal den Computer richtig booten hier, das Auto. 30 Minuten schätzt er jetzt, aber er hat noch nicht die volle Leistung hier. Warten wir mal kurz. Gucken wir mal aus, ob er was an der Kamera sieht. Also in der Kamera ist nichts zu sehen hier so direkt, dass da irgendwas wäre. Am Radar sehe ich auch nichts. Irgendeine blöde Störung hier an dem AP2-System, ganz schlecht. Und was ist das da neben uns eigentlich? Ein Tesla Taxi. Habe ich schon mal gesehen. Der Mann macht gerade eine Pause, der Taxifahrer, sehr gut. Und hier ist unser umgefahrener Mast. Nicht zu weit nach hinten fahren, wenn man hier an die Supercharger dran fährt. Sonst fährt man den Masten um. Man kann auch schief an Supercharger dran fahren, wie ich gerade sehe. Irgendwie hier die beiden Rechten haben ein Problem und die beiden Linken nicht genug Leistung hier bei mir. Und der Kollege da drüben, der schläft in seinem Auto. Weiß nicht, ob der mehr Leistung hat. Gehen wir mal kurz zum Chemiker. Was haben wir denn hier? Geheimes Probeauto. Aber was? Wer kann mir sagen, was das für ein Auto ist? Anhängerkupplung. Ich sehe gar keinen Auspuff. Was ist das? Keine Ahnung. Wir hier schon mal rumfahren und sehen hier geheime Autos. He? Seltsam, seltsam. Was ist das?
fertig geladen. Prozent haben wir wieder, jetzt können wir weiterfahren zu unserem eigentlichen Ziel. Ich komme hier nachher nochmal zurück, dann werden wir nochmal checken, was mit diesen Ladestationen hier los ist. Irgendjemand muss das ja auch mal melden, sonst werden die ja nie repariert. Da fährt unser R-König. Das ist ein Verbrenner, macht ein Verbrennungsgeräusch. Oh, vergesst ihn, ist ein Verbrenner. Oh, Verbrenner. Die blöde Fehlermeldung kommt noch, deshalb wollen wir doch noch mal gucken, ob wir das Auto nicht mal komplett ausschalten. Dazu muss man hier auf Ausschalten und dann muss man hier mal komplett ausschalten. So, jetzt alles schwarz, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen warten und dann wieder einschalten. Taxi fährt auch wieder weg, das wird demnächst hier nicht mehr laden können. Kommerzielle Nutzung von Superchargern ist dann leider nicht mehr erlaubt. So, jetzt versuchen wir das Auto wieder zu starten. Ich drücke mal auf die Bremse. Auto schaltet sich wieder ein, aber Fehlermeldung bleibt. Können wir also nichts machen. Von wegen, Fehlermeldung ist weg. Vielleicht funktioniert es ja doch. Ich gehe mal in den Drive-Modus. Sieht ganz gut aus. Aha, Auto komplett ausschalten und dann ist der Fehler weg. Also gut. Ja, von wegen, da ist er wieder. Geht doch nicht. Hat nichts gebracht. Mist. So, 91% und wir können jetzt unser eigentliches Ziel eingeben. So, und jetzt sieht es besser aus. Jetzt würden wir nämlich hier wieder mit 23% noch wieder zurückkommen. Das ist ein super Ergebnis. So wollen wir es haben. Und ab geht's. Fahrstuhlturm in Rottweil. Ja, doch, bei Rottweil ist der neue Fahrstuhlturm von Thyssen. Das ist so ein Aussichtsturm jetzt geworden. Da oben kann man hochfahren. Ich glaube, oben hat sogar irgendein Restaurant oder unten oder irgendwas. Das ist so ein richtiges Ausflugsziel fürs Wochenende jetzt. Ich war schon mal dort, wo er noch im Bau war. Jetzt ist er scheinbar fertig. Cool designed. Ich weiß nicht, wie hoch der ist. Der größte Fahrstuhl-Testturm. Seehaas, aber keine Ahnung, ob ist der emissionsfrei ist. Diesel? Ich glaube, der ist elektrisch. Muss ich eine Oberleitung haben?
So, wir sind angekommen und haben 58% noch drin. 126 Kilometer und immer noch ist das Fahrassistenzsystem ausgefallen. So, da sind wir und jetzt müssen wir wieder alles ausladen. Gut hergekommen. Und fertig. Bei der Fehlermeldung ist immer noch da, dass die Assistenzsysteme alle ausgefallen sind. Ich habe jetzt nochmal das Auto richtig ausgeschaltet hier. Da muss man immer ein bisschen warten, bis man es wieder startet. Dann soll es eigentlich so eine Art General-Reset gemacht haben. Ein Glück, dass ich schon alle Tests mit dem Autopiloten so gemacht habe. Das wäre ja jetzt ein bisschen peinlich, wenn das jetzt gar nicht mehr gehen würde. Rufen Sie den Service an. Ich habe ja von einigen das schon gehört, dass da so Ausfälle gibt beim AP2. Fatal. Gerade überlegen, ob irgendwelche elektrischen Systeme eigentlich noch gehen. Hier, Handschuhfach. Ah, Handschuhfach geht noch. Ist vielleicht sogar mechanisch. Aber das geht zumindest noch. Na. Heckklappe weiß ich nicht. Heckklappe geht auch noch. Okay. Das funktioniert noch, obwohl das Auto aus ist. Also so richtig aus ist es dann doch nicht. Hier ist auch noch das Licht an. Die Displays sind aber definitiv aus. Und zum Starten soll man eigentlich auf die Bremse treten dann nachher. Ups. Das System hat sich gerade selber hier gestartet. Ist ja interessant. Bitte in 80 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen in die Bettengasse. Ich wollte gar nicht navigieren hier. Jetzt abbrechen. Okay. Jetzt entriegeln wir mal und gucken, ob die Fehlermeldung wieder kommt. Ja. Im Moment keine Fehlermeldung. Bremse drücken. Noch alles in Ordnung. Na, von wegen. Da ist die Fehlermeldung ja wieder. Nee, das wird nix hier. Ich glaube, da ist der Tesla-Service gefragt. Schade. Also es war ein bisschen Dreck auf der Scheibe, aber daran kann das nicht liegen. Die war auch schon sauber, da war die Fehlermeldung auch schon da. Normal, wenn man jetzt hier Bremse tritt und das Auto wieder in Betrieb nimmt, kommt meistens die Fehlermeldung wieder. Da ist sie auch. Nützt nichts. Kaputt. Also das Einzige, was ich noch machen kann, ist hier so ein Reset aller Daten. Das ist noch das Einzige, was mir jetzt noch irgendwie einfällt. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Vielleicht beruhigt er sich ja selber wieder. Ja, das war das schöne Konstanz. Und jetzt navigieren wir hier mal zurück zu unserem Supercharger in Föhringen. Und ich hoffe, wir haben genug. Wenn möglich, bitte in 50 Metern wenden. Ja gut, mache ich. Genug Saft im Tank. Ja, haben wir ja. Mit 22% kommen wir an. Klappt also. Super Sache. Ich will die Übersicht haben. So. Okay, diesmal fahren wir aber etwas schneller in der Zeitlupe.
Föhringen, da sind wir angekommen mit 19%. Sehr gut. Wie war denn unser Verbrauch jetzt hier? Machen wir auf 50. Ja, zwischendrin schon mal ganz schön schnell gefahren, 150 so rum. Aber wir sind noch eigentlich ganz gut im Plan angekommen. Jetzt checke ich aber mal die Säulen hier. 3B funktioniert scheinbar jetzt doch. Sieht ganz gut aus. 90 Kilowatt kriegen wir schon. Naja, was macht er jetzt? Flackert etwas. Schauen wir uns das mal an, ob das so bleibt. Sobald man wieder über 20% ist, wird er auch wieder grün. Darunter ist er nämlich gelb und irgendwann wird er nochmal rot, glaube ich, bei unter 5%. Da laden wir halt jetzt mal ein bisschen. Da hat noch zwei andere Teslas da. Ein schwarzer und ein weißer. Alles Facelift. Laderate steigert sich noch etwas, 95 zumindest mal hier. Trotzdem müssen wir hier 50 Minuten stehen. Ups, das Auto gibt jetzt aber mal ganz schön Geräusche von sich. Klimaanlage geht an von dem Akku da unten. Also die Lüftung ist drinnen lauter als draußen. Und draußen hört man es gar nicht so stark. Beim Model X echt lauter. Und jetzt nochmal drinnen. Vibriert richtig das Lenkrad hier. Mehr als 94 kriege ich hier wohl heute nicht. Also im Moment würde ich nach Hause kommen. 21% hätte ich dann zu Hause. Würde funktionieren. Je mehr ich jetzt lade, desto besser wird das Ganze. Ist interessant, wenn man das jetzt hier so laufen lässt, dann sieht man da unten, wie sich das hier so nach und nach dann die Linie nach oben verschiebt und immer hier mehr wird am Schluss. Leider hier weiterhin meine tolle Fehlermeldung, habe ich nicht weggekriegt jetzt hier. Jo, da muss ich, glaube ich, der Strominator drum kümmern, weil ich gebe ja das Auto morgen ab. Also der Taxifahrer, den wir heute Morgen hier getroffen haben, der hat gemeint, man soll beim Laden den Range-Mode ausschalten, dann würde er schneller laden. Davon habe ich ja noch nie was gehört. Aber probier noch mal aus, wenn wir jetzt hier gerade so stehen. Ladeleistung ist nämlich nicht so gigantisch. Im Moment 78 Kilowatt. Zack, gehen wir hier rein. Reichweitenmodus ausschalten. Und gucken mal, ob wir dann mehr kriegen. Nö, passiert nichts. Aber ich kann das ja mal einen Moment beobachten. Hätte mich auch ehrlich gesagt ganz schön gewundert, wenn das mit dem Reichweiten-Range-Mode irgendwas mit dem Laden zu tun hat. Das hat was mit dem Verbrauch zu tun, aber doch nicht mit dem Laden. Passiert ja genau das Gegenteil, dass ich hier weniger kriege. Oder es sind einfach zu viele Teslas am Laden. Jeder zweite Stall belegt, also alle Lader praktisch in Betrieb. Hier für euch nochmal exklusiv das Geheimnis der Supercharger. Nichts Spektakuläres zu sehen. Schlechte Ladekurve heute. Jo, okay, fast soweit. Gleich geht's weiter. Ups, gerade kriege ich auf der App, beziehungsweise sogar auf meiner Apple Watch, die Meldung, dass gleich das Supercharging abgeschlossen ist und ich hier wegfahren soll, weil die Station sehr frequentiert ist. Dem kann man entgehen, indem man mal hier kurz das Limit etwas höher setzen. Ups, in die richtige Richtung. So rum vielleicht. So, machen wir mal auf 95. Vielleicht dauert es jetzt länger. Dafür kann ich noch in Ruhe essen. Tesla-Fahrer sitzen oft einfach nur in ihren Autos und gehen gar nicht in die Gaststätten hier. Gerade eben neben mir der Tesla, der ist auch weggefahren, ohne dass er irgendwie nur ausgestiegen ist. Nur angesteckt, aufgeladen, wegfahren. Also ein bisschen die umliegenden Gaststätten und wenn es auch nur die Chemiker sind, ein bisschen unterstützen muss man schon. Sonst werden wir diese Standorte nicht erhalten können. Mal schauen, was Tesla sich da so einfallen lässt. Also das hier ist jetzt die Ladestation von so einem kleinen Hersteller von Elektrofahrzeugen, der nur im Premium-Segment unterwegs ist. Da hat er einfach mal so 6 Stationen hingestellt. Und wie sieht denn das aus für die restlichen Autos, E-Autos, die es gibt, für den großen Herstellern? Ja, das sieht dann so aus. Also hier treffen sich dann die ganzen anderen Autos. 3 verschiedene Standards bieten die hier an. 2 Stellplätze. Ja, es ist auch niemand da. Es gibt nämlich gar keine E-Autos. Chademo. CCS Typ 2. Ich meine, es gibt direkt daneben noch Ausbaumöglichkeiten, das sehe ich schon so. Und der Standort ist natürlich auch richtig an so einem, nicht an so einem Park und Rast neben der Autobahn, sondern an so einem Autohof, also da, wo Tesla auch immer die Supercharger hinstellt. Aber so kann die Elektromobilität garantiert nicht funktionieren.
Immerhin hat man sich hier schon Gedanken über die Beschilderung gemacht und über die Androhungen, was passiert, wenn man hier falsch parkt. Ist ja eigentlich auch selbstverständlich, Parken an Zapfsäulen ist ja immerhin auch verboten. Also das Angebot für die Verbrenner ist natürlich noch wesentlich besser im Moment. Ich frage mich echt, warum Ladesäulen nicht genau so aussehen. Da kann man auch durchfahren und sich hinten anstellen. Das werden wir nämlich demnächst kriegen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir hören hier auf mit der Laderei. Wir sind jetzt über 90%. Fahren zurück im super Zeitraffer. Ende meines Roadtrips. Alles klar, und ab geht's. Ergebnis 68% gerettet. Und da seht ihr übrigens meinen direkten Verbrauch heute. 20,7. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und tschüss, das war's für heute. Und es sind auch die letzten Bilder vom Model S.